Kawasaki Heavy Industries hat eine Absichtserklärung mit Airbus unterzeichnet, um bei der Entwicklung und dem Aufbau der Infrastruktur für Wasserstoffbrennstoffe in Japan zusammenzuarbeiten. Japan hat sich aggressiv bemüht, in seiner Dekarbonisierungsstrategie eine H2-basierte Wirtschaft zu implementieren. Um diese CO2-emissionsfreie Energiequelle nutzen zu können, muss jedoch eine umfassende Infrastruktur für Wasserstoffbrennstoffe aufgebaut werden. Kawasaki Heavy Industries wird mit Airbus zusammenarbeiten, um die notwendigen Netzwerke und Ausrüstungen für dieses H2-Ökosystem zu entwickeln. Obwohl Kawasaki Heavy Industries im vergangenen Jahr seinen Motorradbetrieb ausgegliedert hat, suchen beide Zweige von KW aktiv nach sauberen Energiealternativen zu fossilen Brennstoffen, um ihre zukünftigen Flotten anzutreiben. Gemeinsam mit dem Luftfahrtgiganten Airbus will man dafür sorgen, dass in Japan alles dafür bereitsteht. Kawasaki und Airbus werden die Roadmap für das Wasserstoffbrennstoffökosystem entwickeln und dann aufbauen. Beide Unternehmen werden im Rahmen der kürzlich unterzeichneten Vereinbarung einen Fahrplan für die Implementierung des kritischen Infrastrukturnetzwerks für Wasserstoffbrennstoffe erstellen. Das MOU wird auch Kawasaki und Airbus dazu bringen, ihre Ressourcen zu bündeln, um die Herausforderungen der Lieferkette zu bewältigen, während sie an der Schaffung von Airport Hydrogen Hubs arbeiten. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Japans führendem Wasserstofflieferanten Kawasaki. Diese Partnerschaft wird offensichtlich die Bemühungen der japanischen Regierung beschleunigen und fördern, vom gesamten Flugzeugbetrieb bis 2050 eine CO2-neutrale, dekarbonisierte Gesellschaft zu erreichen, sagte Stefanie Ginou, Präsidentin von Airbus Japan, in einer Erklärung zum Projekt für nachhaltige Ressourcen. Wir sind der festen Überzeugung, dass die Verwendung von Wasserstoff sowohl in synthetischen Kraftstoffen als auch als primäre Energiequelle für Verkehrsflugzeuge das Potenzial hat, die Klimaauswirkungen der Luftfahrt erheblich zu reduzieren. Wasserstoff ist eine saubere Energie, die bei ihrer Verwendung kein CO2 emittiert und sich als nachhaltiger Kraftstoff eignet, sagte Motohiko Nishimura, Kawasaki Executive Officer und Deputy General Manager der Hydrogen Strategy Division. Wir haben uns auf die Entwicklung von Infrastrukturen für Verflüssigung, Transport, Speicherung und Transport zu Empfangsterminals spezialisiert und tragen zum Auf- und Ausbau von Lieferketten für den Wasserstoffmarkt bei. Wir sind zuversichtlich, dass unsere Technologie die Wasserstoffproduktions- und Verbrauchsbereiche verbinden und eine neue Straße namens Hydrogen Road schaffen wird. Airbus wird die Daten zu den Flugzeugeigenschaften, Informationen zum Energieverbrauch der Flotte und Informationen zu H2-angetriebenen Flugzeugen beisteuern, um das Projekt zum Laufen zu bringen. Kawasaki wird seinerseits die Bereitstellungsszenarien für die Wasserstoff-Kraftstoff-Infrastruktur für bestimmte Flughafenstandorte erweitern und die Treiber der Lieferkettentechnologie identifizieren. Vielen Dank, dass Sie sich für hydrogenfuelnews.com entschieden haben. Verpassen Sie nicht Ihren kostenlosen Zugang zu unserem exklusiven E-Book, melden Sie sich noch heute an. Folgen Sie dieser Geschichte und mehr auf HFN.